Dann freue ich mich, euch unsere Case Study zu Waterhealth zu präsentieren. Waterhealth betreibt so Wasserstationen in Entwicklungsländern, vor allem in Indien, aber auch in Afrika. Diese Wasserstationen dienen da, um das Trinkwasser zu reinigen und es von diversen Giftstoffen oder Krankheitserregern zu befreien. Wie ihr hier auf den Bildern seht, das ist eine Community Station, kann man sagen. Die werden fest verbaut in einer Ortschaft, also in einer Kommune, in einem Entwicklungsland aufgebaut und bieten ein System, das das Wasser reinigen kann dort. Die lokalen Personen können das Wasser frei, also können es mit Behältern auffüllen und es so täglich gebrauchen. Genau, zusätzlich kommt es, also das ganze Problem dahinter, wie ich es angedeutet habe, lassen sich durch diesen Purifying-Prozess Krankheitserreger vernichten, wodurch die Konsumenten von Waterhealth bis zu 9-mal weniger gefährdet sind, dann Krankheiten zu entwickeln, die darauf auf ungereinigtes Wasser zu führen sind. Zudem, also die Zielgruppe ist ganz klar Menschen unter der Armutsgrenze. Deshalb können durch diese Stationen die Communities zum einen sehr viel Geld sparen, also indem sie zum Beispiel nicht angewiesen sind auf Bottled Water von Nestle oder anderen Anbietern. Aber erst recht auch, sie können sehr viel Zeit sparen, was im Endeffekt eine riesige Erleichterung im Alltag für die Menschen in diesen Gemeinden ist. Zudem ist das Angebot von Waterhealth auch finanziell attraktiv und ausgerichtet auf für diese Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, damit sie sich sauberes Wasser leisten können. Diese Station ist nicht abschließend. Waterhealth bietet auch diverse andere Systeme an, die kleiner sind und weniger Wasser leisten, also Wasser reinigen können. Die können aber zum Beispiel in Städten besser positioniert werden, an verschiedenen Orten. Das sind dann einfach kleinere Automaten oder auch mobile Container, die an verschiedenen Orten transportiert werden können. Beispielsweise, wenn eine Baustelle oder auf ganz ländlichen Gebieten Wasser benötigt wird für Projekte. Genau. Möchten wir noch kurz die Timeline vorführen, die bis jetzt Waterhealth vorgegangen ist. Zwar war die Gründung 1995, welche eigentlich einen sehr bescheidenen Erfolg hatte. Es war in Mexiko und in den Philippinen. Dort haben die Anfänge halt nicht wirklich funktioniert. Deshalb gab es eine Neuausrichtung Anfang 2000 mit einem Fokus auf die Verteilung und den Handel von Wasser in Asien und Afrika. Später wurde dann auch eine Tochtergesellschaft gegründet, Waterhealth Nigeria und Waterhealth Ghana. Und schließlich auch die Gründung der Waterhealth in der Gesellschaft, welche heutzutage einen sehr großen Einfluss in Indien ausübt, also sehr gut vertreten ist. Genau, dort gab es da auch das erste dezentrale Wasserreinigungssystem in Andhra und Pradesh. 2008 hat sich Waterhealth die Mission gestellt, über 100 Millionen Konsumenten zu bedienen und ist immer noch dabei, das Ziel zu verwirklichen. Die Gründung der Non-Profit-Organisation wurde dann später 2014 auf die Beine gestellt und hat verfolgt klar das Ziel, sauberes Trinkwasser zu bieten und unterversorgten Menschen auch beizubringen, was alles wichtig ist. Zudem werden in Waterhealth-Shops auch Frauen instruiert, um dort arbeiten zu können und also Dienst zu leisten. Das erfüllt eine zusätzliche Funktion des ganzen Systems. Und nichtsdestotrotz
jetzt noch zu erwähnen war, dass der Einfluss von Waterhealth auch während der Corona-Pandemie sehr wichtig war, da es auch den Menschen geholfen hat, auch besser hygienischer zu sein und den Krankheitserregern weniger konfrontiert zu sein. Genau, deshalb die Kernwerte von Waterhealth haben wir hier nochmals aufgeführt. Das sind die Integrity, Tenacity, Agility, Creativity und Courage, welche wir hier auch an dieser Stelle sehr bewundern, dass sie eigentlich ein Grundbedürfnis der Menschenrechte tangieren und auch ein sehr wichtiger Ansatz. Vielen Dank, das war dann unser Pitch für heute. Ich hätte noch kurz eine Anmerkung zur Timeline, wenn du nochmal kurz zurückgehen kannst. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe oder ob du es falsch gesagt hast, aber 2008 ging es eigentlich darum, dass 2008 wurden die weiteren Tochtergesellschaften gegründet. Also der Fokus lag ab 2000, 2003 auf Indien. Deswegen ist Waterhealth International eigentlich auch hauptsächlich auf Indien fokussiert. 2008 wurden dann weitere Tochtergesellschaften Nigeria und Ghana gegründet, welches bis jetzt meiner Meinung nach, glaube ich, auch die zwei einzigen Tochtergesellschaften nebst Waterhealth India darstellen. Und jetzt für 2022, da war der Punkt gedacht, dass die Mission ist, über 100 Millionen Konsumenten zu bedienen. Und zusätzlich noch zu 1995, damals war Waterhealth eben, wie du schon angedeutet hast, noch mit bescheidenem Erfolg unterwegs. Da ging es aber vor allem um den Verkauf und den Vertrieb von Wasser. Wobei dann 2002 hat dann Plebis, hat dann Waterhealth eigentlich übernommen und das ganze Unternehmen neu ausgerichtet, wodurch dann der Fokus auch mehr zu einem Service eigentlich umgewandelt wurde und der Fokus wegging vom Produkt, sondern mehr zu einem Service, der geboten wird den Leuten. Ja. Ja, danke. Ich würde mal kurz die Aufnahme hier stoppen. Ja.